Kaum ein Ereignis in der Geschichte des Landes hat so große Auswirkungen auf das Leben der Menschen. 30. Juni 2012. Mit einem letzten Glück auf verabschieden sich Bergleute bei einem großen Festakt von ihrem Arbeitsplatz in der Grube Ensdorf. Mehr als 250 Jahre Bergbau im Saarland sind damit Geschichte. Mitte der 50er zählt das saarländische Steinkohlerevier noch zu den wichtigsten in Europa. Doch saarländische Kohle wird langsam unwirtschaftlich. Mineralöl macht ihr in den 60ern zunehmend Konkurrenz. In den 80ern ist es billige Kohle aus Fernost. Die Folge: immer mehr Gruben werden geschlossen, die Bergleute entlassen. Ende der 90er fusioniert Saarberg mit RAG Deutsche Steinkohle. Kurz darauf beginnt die Diskussion um den Ausstieg aus der Kohle. Am 23. Februar 2008 bebt rund um das Bergwerk Ensdorf die Erde. Es entsteht großer Schaden an Wohnhäusern und an der Sabellinger St. Blasius-Kirche. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt. Unter dem Eindruck der Geschehnisse beschließt die saarländische Landesregierung unter Peter Müller, dass 2012 Schluss sein wird mit der Arbeit unter Tage. Eine umstrittene Entscheidung, denn der Bergbau hat Landschaft, Traditionen und Mentalität im Land geprägt wie kein anderer Industriezweig. Zehntausende von Arbeitsplätzen sind jahrzehntelang direkt oder indirekt davon abhängig. All das ist jetzt vorbei. Was bleibt, sind die milliardenschweren Folgeschäden der Bergbaugeschichte und ein tiefgreifender Strukturwandel, den das Land in den nächsten Jahrzehnten bewältigen muss. Jetzt sollen die digitalen Technologien in die Zukunft führen. Die riskante Arbeit unter Tage brachte große Solidarität zwischen den Menschen mit sich. Auch daran erinnert das neue Saarpolygon auf der Halde Ensdorf.